Ihr werdet mir schon wieder eindeutig zu viele hier. Das ist doch zum Kotzen. Guck mal, wie viele da noch nachkommen. Guckt auf die Minimap. Guckt auf die scheiß Minimap. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Schlacht um Mittelerde. Genau, ich will es immer wieder sagen. Ich habe es jetzt einfach mal ausgesprochen. Vielleicht kommt der Fehler ja dann nicht nochmal. Let's play. Wie heißt denn das Scheißspiel, sag mal? Mittelerde Mordors Schatten. Alter Schwede. Gut. Das ist... Ja, ich weiß nicht, warum ich mir das nicht merken kann. Also... Ich bin's wieder, euer Gunshot. Ja, ich scheine das nicht so mit den Namen von den Games zu haben. Dafür zocke ich, glaube ich, auch einfach zu viele verschiedene Spiele. Ja, wie in der letzten Folge schon gemerkt haben, ist unsere Hauptmission, dieser Häuptling auszuschalten. Ich habe mir jetzt den nächsten Häuptling schon mal markiert. Ja, ne? Ja, da rennen wir doch mal kurz hinterher. Okay, für die Entfernung brauche ich eigentlich... Ich nehme ihn mir mal mit. Okay, zu früh rausgekleppert. Ich sollte vielleicht erstmal das Tor aufmachen. Uiuiui, jetzt ruhig. So. Haben wir. Gut. Geht's weiter. So, dann hoffe ich, dass wir den jetzt langsam mal töten können, ja? Ja, Ibu. Okay, diesmal eine andere Taktik hier. Für mich so, als würde sich hier jemand gern beschweren. Und wir wissen alle, wie das endet. Mit einer Axt im Schädel. Für diese Lektion solltest du mir dankbar sein. Soll ich mich jetzt fürchten? Ja, bitte. Dich, dreckigen Sack, werde ich jetzt langsam mal ausknipsen, weil du mich andauernd beschmeißt mit deiner scheiß Echsen. Bam, 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 einfach sterben. Ist mir kackegal, ob du Verletzung deines Leibes hast. Stirb endlich. Stirb. Was ist los? Schnell verhören, bevor der andere da wieder Probleme macht. So, genau, wir müssen nämlich die anderen Häuptlinge auch noch ausschalten. Ja, habe ich getötet. Und du?
sonst wirst du nämlich einfach elendig sterben, mein Freund. Na nicht? No. Stirb endlich. Dachtest du etwa, ich hätte Angst? Solltest du haben. Du Sack. Erhöht allen durch Schwerter verursachten Schaden um 100%. Oh, da liegt ein Karagor. Heiner. Da kommen noch mehr. Ja, komm her. Ich wollte nämlich vorher nur noch kurz ein Reittier haben. So, Reittier habe ich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das dicke Fieder ist nicht so meins. Okay, das will ich gar nicht. Verbesserung. Okay, Fähigkeiten nicht. Attribute. 365 habe ich. Ich brauche auf jeden Fall mehr Gesundheit. Fortschritt, Hauptaufträge. Ich mache auch nur, also für die Aufnahmen hier, werde ich hauptsächlich natürlich die Hauptaufträge machen, weil die Kampagne das Interessante an der ganzen Sache ist. Die Zusatzmissionen, die könnt ihr natürlich selber spielen am besten. Wenn euch das Spiel nämlich gefallen hat, dann könnt ihr das euch ja kaufen. Weil das würde den Rahmen sprengen und ich weiß von den Zusatzmissionen, allein was Batman anging, dass es einfach nach einer Zeit zu langweilig ist. Und gerade meine Zuschauer möchte ich natürlich nicht langweilen. So, genug gequatscht, sonst langweilt ihr euch gleich wieder. Ich will nämlich die gute Rune jetzt da, ne, reinpacken. Ui, hier sind mehrere Runen. Okay. Was haben wir hier? Erhöht allen durch Schwerter verursachten Schaden um 100%, wenn Talions Gesundheit unter 25% liegt. Der Unsterbliche episch. Bei einem letzten Chanceerfolg werden Fokus und Elmgeschosse vollständig wiederhergestellt. Das klingt jetzt nicht so interessant. Okay, wir nehmen das. Hier haben wir vielleicht ein paar interessantere Sachen. Schauen wir mal, was haben wir hier? Chance von 36% bei einem tödlichen Kopftreffer Uruks in der Nähe in die Flucht zu schlagen. Bei Schleichtötung mit dem Bogen werden 33% Fokus wiederhergestellt. Stellt bei jedem Schattenangriff 35% Fokus wieder her. Erhöht den durch Waffen verursachten Schaden um 30% beim Reiten einer Bestie. Na gut. Stellt bei jedem Schattenangriff 35% Fokus wieder her. Nehmen wir mal das. Windreiter. Scharfe Auge. Scharfes Auge Stufe 9. Chance für 30 einen tödlichen Kopftreffer 10 Gesundheit zu regenerieren. Bei Schleichtötung mit dem Bogen werden 500. Ja, ich will nicht anderen Fokus haben. Okay, jetzt habe ich das und das.
Noch was Episches? Nee. Die Tötung eines Hauptmanns oder Häuptlings stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Gut. Okay, da hinten ist unser nächster Hauptmann. Diese Richtung. Gar nicht weit. Okay, dann reiten wir da mal schnell hin. Wir müssen ihn nämlich langsam killen hier. Das ist ein Fernkämpfer. Besiege die Weiblichter des Häuptlings, bevor du dich ihm stellst. Ja, das ist logisch. Zeige, dass uns keine Waffe treffen kann. Töte 20 Uruks, ohne Schaden einzustecken. Gehört am Schlund, würde es Ärger geben. Klingt doch nach einem. Oh, na herrlich, das sind Aufgaben. Schicken Sie mich dorthin. Schleicht da jemand her? Zum Leuchtfeuer! Ja, dann mache ich das nochmal. Leute, wollt ihr mich verkackern? Schnell nochmal versuchen. Okay, muss ich mehr schleichen wahrscheinlich. Zeige, dass uns keine Waffe treffen kann. Ja, habe ich verstanden. Halt etwas leiser, nicht wahr? Der ist wichtig von hinten. Weil das Schild nervt einfach nur ab. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Acht. Okay, hier habe ich erstmal Ruhe. Ich hoffe nur, das Lager am Schlund schließt sich nicht mit uns zusammen. Bei so viel Konkurrenz könnte ich die Beförderung auch gleich vergessen. Menschen sind wie Ungeziefer. Je mehr du hast, desto mehr möchtest du. Gut, dann hältst du jetzt wenigstens die Klappe. Auch 11 von 20, noch 9 Stück. Das wird ja wohl zu schaffen sein. Ich kann kaum nicht schlafen.
Immerzu plagen mich Albträume von rostigen Klingen und Peitschenhieben. Es ist nicht die Folter, die einen tötet. Es ist die Angst davor. Sind hier keine mehr, doch da? Halt! Und der nächste. Schieß! Sehen. Der Hauptmann hat eine neue Rüstung. Frisch aus den Schmieden von Minas Morgul. Der härteste Stahl, den ich kenne. Pfeile und Klingen halbieren. Du versaust mir das nicht. Drei noch, komm. Wo habe ich noch? Drei Stück da drüben. Zwei noch. Was war das? Geschafft. Was bringt der alles mit? Ach du Scheiße. Elbenpfeile oder sowas. Scheiße, scheiße, scheiße. Hab ich dir wohl nur eingebildet. So kann die Arbeit. So. Wo ist jetzt der Pfeil? Ich brauch den Pfeil, Mann. Ist nicht hier. Da drüben. Hier wurde mir doch gerade irgendwo der Pfeil angezeigt, oder nicht? Oh, da hinten ist ein Vieh. Wir nehmen den Karagua. Schaffen wir das? So, also schaffen wir hoffentlich auch unseren Gegner. Das hört sich nicht gut an. Mensch, versteckt hinter Karagor. Uruk tötet beide. Ja, alles klar. Mit dir habe ich auch gerade gar nichts zu tun, tut mir leid. Hast du das gehört? Ich brauche den Boss da drüben. Wieder in
Aber unversehrtes Fleisch schneidet sich am schönsten. Findest du? Dich gejagt. Zeit, dein elendes Leben zu beenden. Die Gleichheit ist längst weg. Schieb! Bist du bereit für uns zu fliegen? Ich habe es wohl ab. Ihr werdet mir schon wieder eindeutig zu viele hier. Das ist doch zum Kotzen. Guck mal, wie viele da noch nachkommen. Guckt auf die Minimap. Guckt auf die scheiß Minimap. Oh, so eine Wichser. So, der mit dem Schild ist wenigstens weg. Oder einer mit dem Schild ist wenigstens weg, sagen wir so. Ja, und da kommt einfach noch einer. Warum denn nicht? Vielleicht haben mich alle. Ne, kann man doch auch mal machen. Alle auf einmal. Okay, verringert die Zeit aber nicht ausreichend, um die einfach so zu killen, während die Meute hier noch drumherum steht. Schön die Fernkampftypen als erstes. Scheiße, jetzt habe ich wieder einen Hit abgekriegt. Alter! Alter, ich raste gleich aus. Ich drücke Leertaste. Also jetzt gehst du mir so aus und sag, ne? Ich mach dich platt. Nein, einen zu weit links, das ist nicht der mit dem Schild. Und noch einer mit dem Schild, Alter, ich raste hier gleich aus. Bin auch noch vergiftet worden. So, das haben wir gemacht. Und geht weiter. Ich hole es.
Eine Fertigkeit mitten im Kampf. Was nehmen wir? Ein Überspringen über einen Gegner. Lässt diesen nun betäubt zurück. Okay, alles klar. Das brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt läuft es doch gleich. Was jetzt? Meine Fresse. Die mit den Schilden sind dolle gefährlich. Was jetzt? Ich brauche wieder Energie. Nein. Wie viele kommen denn hier noch? Ich habe das Gefühl, das werden nicht weniger. Brennt jetzt hier einer mit der Fackel? Nee. Alter Schwede. Ja, genau. Den einen haben wir weg. Scheiße. Ja, jetzt kommen noch mehr. Lieder über mich. So, dann hoffe ich, dass ich den Typen
leichter wegkriege als manch andere. Bei dem Versuch von eben war es ja nicht so toll. Erst erschien. Du siehst so ekelhaft aus. Ich hoffe, du... zum Winseln bringen. Ich mach lieber mal hin, dass ich dich getötet kriege. Bevor deine scheiß Kumpels hier wieder herkommen. Was machst du? Geht doch. Wenn nicht 5 Milliarden Orks dabei sind, ist auch alles schaffbar. So, 3 von 4 getötet. Mal eben schnell ein Artefakt einsammeln. So. Wir haben hier noch ein, da hinten, noch ein Artefakt, welches ich einsammeln kann. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrotteter Fische. Die Schmieden arbeiten seit ein paar Tagen ohne Unterlass. Du weißt, was das bedeutet. Mehr Waffen und mehr Gemetzel. Wenn die Menschen aus einem Mordors wüssten, was auf ihnen zukommt. Gut, ich hau jetzt so eben ab. Mensch, renn doch nicht so blöd da rum. So. Sind wir weg. Passt. Gut. Ja, liebe Leute, ich werde mich jetzt hier noch etwas weiter verstecken. Die Folge war etwas chaotisch. War nicht allzu einfach mit 5 Milliarden Orks, das dann doch noch geregelt zu kriegen. Dann haben wir ja nächste Folge endlich alle 4 Häuptlinge tot und es geht richtig weiter mit der Kampagne. Wir sehen endlich, wo es uns dann hin verschlägt, gerade wenn wir die Häuptlinge getötet haben, was unser Machtpotenzial dann angeht. Ich hoffe... Ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ja, bis dahin wünsche ich euch was. Euer
Gunshot.